Neben mir steht Thomas Gabriel Rüdiger als Kriminologe. Zuerst hat mal eine Frage, was macht ein Kriminologe eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich ist das so, häufig werden wir verwechselt mit den Kollegen von NCIS oder CSI Miami, die also irgendwo hinkommen und anhand der Lage des Opfers erkennen können, wie der Kontoauszug des Opfers war. Sowas kann ich nicht. Ich bin Kriminologe und ich beschäftige mich mit der Metaebene von Kriminalität. Warum haben wir Kriminalität? Wie funktioniert Prävention? Warum ist zum Beispiel der durchschnittliche Strafrahmen bei dem Verstoß gegen eine Abgabenordnung höher als bei dem Besitz von Kinderpornografie? Und ich habe diesen Fokus noch auf den digitalen Raum. Okay, das verstehe ich. Okay, jetzt ist ja so soziales Miteinander etwas, was wir eigentlich von klein auf lernen. Wahrscheinlich für alle erstmal das Stück Familie, dann im Kindergarten zusammen mit anderen, dann kommt der Schulhof dazu. Und leider oder zum Glück, je nachdem, Sie sehen ja auch unsere Abstimmung hinter uns, kommt nun auch das Digitale dazu. Wie ist Ihr Eindruck, dass sich dieses soziale Miteinander nun im Digitalen fortsetzt? Läuft's, wie man heutzutage sagt, oder? Also tatsächlich muss ich sagen, müssten wir fragen, aus meiner Sicht, haben wir einen rechtsfreien Raum im Internet oder nicht, in dem die Kinder aufwachsen? Und häufig wird gesagt, wir haben keinen rechtsfreien Raum, das sehe ich anders. Denn für mich ist ein Rechtsraum dann gegeben, wenn auch Recht durchgesetzt wird. Und das passiert meistens nicht. Wenn Sie das mit dem Straßenverkehr vergleichen, ist es doch so, dass zum Beispiel, weil wir die Polizei sehen und weil auch geahndet wird, wir uns versuchen, an die Regeln zu halten. Da muss ich mal fragen, wann haben Sie das letzte Mal online die Polizei gesehen? Also ich sehe die Polizei online, es gibt so einen Knopf, da heißt, steht drauf melden und das mache ich auch wirklich. Also ich bin schon jemand, der diesen Meldenknopf als einen, sage ich mal, Vertreter des Blaulichts akzeptiert und sagt, okay, das ist jetzt eine Nachricht, die ich nicht sehen möchte, wo ich dann schon mal melde. Wie ist Ihr Gefühl, werden solche Angebote, die natürlich keine Polizei im Internet sind, aber werden die denn genutzt? Also man muss sagen, wie Sie selber gesagt haben, es ist eher die Frage des Betreibers. Möchten wir tatsächlich Sicherheit auf den Betreiber alleine auslagern oder möchten wir eigentlich auch, dass die Gesellschaft Sicherheit im Netz herstellt? Und ich glaube, dass in vielen Fällen, also sehen Sie, wenn zum Beispiel ein Kind sexuell belästigt wird und im Internet, ne, und es macht dann einen Meldebutton, dann ist es außerdem schon geschehen, dass das Kind belästigt wurde. Ich sehe da tatsächlich eine grundlegende Diskussion, die wir benötigen über Sicherheit und Werte im Internet, unabhängig von den Betreibern, sondern als Gesellschaft. Was soll die Polizei im Netz spielen? Wie funktioniert die Prävention? Warum haben wir so viele Delikte bei Hate Speech, bei Cybergrooming, Cybermobbing? Warum haben wir so viele Kinder und Jugendliche, die Straftäter im digitalen Raum werden? Nur mal so, nach der Bundes-PKS ist jedes dritte sexuelle Belästigung im Netz von einem Kind oder einem Jugendlichen begangen worden. Darüber müssen wir auch reden. Das heißt, da ist eine Menge los mit all den vielen Potenzialen, die die digitalen Netze haben, gibt es eben auch viele Schwierigkeiten. Cybermobbing ist ja in aller Munde. Manche sagen ja, 16-20% der jungen Menschen haben Kontakt. Ist es aber nicht vielleicht auch schon so, dass wir viele Dinge als Cybermobbing bezeichnen, die es vielleicht nicht sind? Also das auf jeden Fall. Also da bin ich ganz bei Ihnen, das kann ich mir gut vorstellen. Andererseits herum, wie das aber so, viele der Fälle, die wir nicht als Cybermobbing definieren, sind trotzdem Straftaten. Nehmen Sie sich Beleidigungen zum Beispiel. Ne? Viele denken, jede Beleidigung ist schon Cybermobbing, ist es natürlich nicht, weil die Langfristigkeit fehlt und die Intensivität. Aber Beleidigungen schon. Und bei den Statistiken, die Sie auch erwähnt haben, wird meistens auch gesagt, dass mehr Kinder Täter werden in diesen Zusammenhängen als Opfer. Und darüber muss man halt tatsächlich auch diskutieren. Also ich glaube, das ist auch etwas, was man sich leicht vorstellen kann, weil der Weg im Netz zum Täter zu werden ja doch sehr klein ist. Man hat ja diese gefühlte Anonymität, ist dort unterwegs, was soll schon passieren? Die große Klappe kann jeder haben, ob er sie wirklich hat oder nicht, ob er muskelbepackt ist oder ganz schlank. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Jetzt sind Sie ja jemand, der sagt, ja, da ist eine Menge los, wir müssen uns darum kümmern, aber Sie gehen auch auf Lehrerinnen und Lehrer zu. Wie ist Ihre Erfahrung, wenn Sie jetzt auch in Schulen gehen oder dort Prävention machen, werden Sie mit offenen Armen empfangen oder sagen Sie, ja, das ist schon auch ein schwieriges Verhältnis. Wie ist so Ihre Zusammenarbeit? Nee, also ich persönlich muss sagen, ich habe eigentlich immer gute Erfahrungen, aber das mag auch vielleicht daran liegen, wie ich meine Vorträge halte und dass ich einen etwas anderen Fokus habe. Aber was ich persönlich immer ganz schockierend finde, ist, bei mir in meinen Vorträgen ist immer eine der Grundfragen, wer hat Kinder in einer gewissen Alterskategorie? Und dann frage ich, wer von den Eltern, die Kinder haben, sagen, dass sie mindestens so gut, wenn nicht besser sind, als die Kinder im digitalen Raum.
Und da hört das bei den meisten auf. Vor uns habe ich die Frage in meinem Vortrag gehalten. Ja, da haben sich 10%, also 2 Leute in dem Vortrag, werden überhaupt gemeldet. Und das ist die eigentliche Diskussion. Ne? Wenn die Eltern selber sich nicht fit fühlen, wie sollen sie die Kinder eigentlich begleiten und wie sollen sie diskutieren? Und das sind ja nicht nur Eltern. Alle Polizisten, alle Lehrer, alle anderen, das sind alles selber Eltern, die irgendwie mit Kindern zu tun haben. Es können auch die Großeltern sein. Mhm. Und wir können sie im Straßenverkehr, können wir unsere Kinder ja auch begleiten, ihnen die Regeln beibringen, ihnen sie vor Sicherheit schützen. Ja. Aber im digitalen Raum können es die meisten nicht. Und da muss man ansetzen. Ja, ich habe da ja eine gute Lösung dafür erarbeitet. Weil ich glaube nämlich gar nicht, dass das so andere Kompetenzen sind, die man im digitalen Raum braucht, als draußen im Leben. Und schon seit vielen Jahren, auch wer einen Mammut früher jagen wollte, hatte das Gefühl, okay, den kann ich in den Sumpf jagen, dann bleibt der stecken und dann muss ich nur noch warten und dann kann ich das leckere Fleisch verspeisen. Dumm ist, wenn man selber in den Sumpf läuft. Ja. Und ich glaube, dieses Gefühl, was ja, also diese Kompetenz, die ja Beurteilungsvermögen heißt, die ist ja prinzipiell bei Eltern vorhanden. Was sie nur sich nicht zutrauen, ist, dass sie sagen, mit der Kompetenz, die ich ja habe, etwas beurteilen zu können, kann ich das auch im Medium, weil sie mit diesem Teil irgendwie das Gefühl haben, die Kleinen werden schneller. Auf jeden Fall. Also bin ich voll bei Ihnen. Ich sehe das sogar noch so. Wir machen ja einen Führerschein, wir lernen das Autofahren. Dabei lernen wir auf irgendeinem Auto das Autofahren, aber die Regeln, die das Autofahren bei uns bildet, die sind überall gleich. Egal, was für ein Medium, was für ein soziales Medium dann kommt. Weil viele Eltern sagen immer, ich kann mich nicht in alle sozialen Medien einarbeiten, in Online-Spiele zum Beispiel nicht und so. Kenne ich alles nicht. Aber die Grundprinzipien, die heutzutage Risiken für die Kinder darstellen, anonyme Kommunikation, das Preisgeben von Informationen, dieser digitale Exhibitionismus, die sind überall gleich. Man muss nur einmal das Autofahren lernen in diesem Raum. Okay, das wäre jetzt auch meine abschließende Frage gewesen, wenn Sie uns 3 Tipps geben könnten. Worauf sind auch viele Eltern hier, aber auch viele Lehrkräfte. Was wären denn so die 3 wichtigsten Sachen, wo Sie sagen, kommt, da könnt ihr auch wirklich drauf achten. 3 nur, ne? Okay. Das ist aber mehr ein Statement. Das erste ist, aus meiner Sicht sollten nicht Kinder die Ansprechpartner der Eltern sein, sondern Eltern die Ansprechpartner der Kinder. Und wissen Sie auch warum? Kinder haben die Angewohnheit, aufgrund ihrer Deutungshoheit zum Beispiel nicht alle kritischen Sachen zu zeigen, wenn sie ein Medium gut beherrschen, sondern eher unkritische Sachen. Das kann man sich selber mal hinterfragen. Eltern müssen also fit sein, damit sie erkennen, wo wirklich kritische Sachen sind, die ihre Kinder nicht machen. Okay, habe ich verstanden. Erstens, wir brauchen mehr Elternbildung. Genau. Okay, das ist zweitens. Das zweite ist, der Kinder- und Jugendmedienschutz, der ist tatsächlich noch nicht aufgestellt für dieses Risiko. Wissen Sie, wir schützen unsere Kinder davor, dass sie nicht Gewalt und Pornografie im Netz zum Beispiel versuchen wir zu schützen sehen. Aber uns interessiert es zum Beispiel nur ganz wenig, ob ein Sexualtäter in einem Kinderschat-Portal ab 0 empfohlen an ein Kind herangehen kann. Das heißt, der Kinder- und Jugendmedienschutz muss aus meiner Sicht zwingend Kommunikationsrisiken berücksichtigen, damit das funktioniert. Okay, habe ich verstanden. Wir müssen also beim Kinder- und Jugendmedienschutz auch die neuen Dienste, auch diese schnellen Dienste mit in den Fokus nehmen. Dann entsteht vielleicht auch nicht so ein Unfug, dass eine USK sagt, Twitter ist ab 18 und WhatsApp ist ab 0. Das ist, glaube ich, so ein Beispiel, was Sie damit meinen. Okay, dritter Tipp. Ach so, genau. Mein dritter Tipp ist folgender. Und zwar Vorbild der Eltern. Wissen Sie, in meinem Vortrag habe ich mal die Leute gefragt, nehmen Sie sich mal Ihr Smartphone, gucken Sie sich WhatsApp an und schauen Sie mal, wie viele Personen über Ihr WhatsApp-Profilbild, zum Beispiel Bilder von Ihren Kindern, Enkelkindern und so, an alle Leute, die Sie über WhatsApp haben, posten. Das ist etwas. Das Vorbild der Eltern, zum Beispiel Posten von Bildern, die ganzen Informationen, die man preisgibt. So lernen Kinder auch, wenn sie sehen, wie ihre Eltern umgehen und man sich dann fragt, wieso gehen Sie so damit um? Okay, vielen Dank für Ihr engagiertes Interview. Dankeschön.